Hallo, ich bin Nina. Heute ganz zerzaust, weil ich gerade kopfüber ins Element gestürzt bin. Mit einer weiteren Meeresgeschichte. Und gerade spritzt mein Hund das ganze Handy voll. Super. Also, ich möchte dir gerne die Geschichte erzählen von einem ganz banalen grauen Fisch. Von denen gibt es eigentlich recht viele, wenn wir tauchen gehen, und das sind wahrscheinlich nicht essbare Fische, deswegen gibt es von denen noch viele, weil sonst das Mittelmeer ja ziemlich leer gefischt ist, leider. Ich bin am Schluss von dem Tauchgang bin ich noch so ein bisschen unterhalb vom Tauchboot gewesen und habe so noch ein bisschen geschaut, was es zu fotografieren gibt. Und dann kommt dieser kleine graue Fisch und tanzt vor mir und hat richtig mit mir und meiner Kamera geflirtet. Das war so voll lustig, echt. Und er hat sich gezeigt von oben, von unten, von allen Seiten. Und er ist mir so wirklich mit dem Bauch fast in die Linse reingeschwommen. Es war echt so lustig. Und irgendwie, ich hatte einfach so total den Spaß mit dem. Und nachher, als ich die Fotos bearbeitet habe, habe ich so ein bisschen reingezoomt und habe gesehen, dieser Fisch ist gar nicht so banal grau. Der hat wunderschöne Farben, wenn man den hinzoomt. Und jetzt ist es voll lustig, wenn ich tauchen gehe. Ich schaue diese Fische einfach mit ganz, ganz anderen Augen an und nicht mehr nur so, wow, das ist halt nur so ein grauer Fisch, sondern ich finde die echt richtig schön und ich bin diesem Fisch echt dankbar, dass er mir seine Schönheit gezeigt hat und ich jetzt die Schönheit in den anderen banalen grauen Fischen auch sehe. Falls dir diese Meeresgeschichte gefallen hat, freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben und über Followers freue ich mich umso mehr. Tschüss, bis zum nächsten Mal.